Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Cave Story Plus! Im letzten Mal waren wir hier und da. Fertig. Yes! Wir müssen jetzt eine Bombe bauen, ich bin diesmal nicht alleine. Wer hab ich denn da? Guten Tag. Wir haben guten Tag dabei, also. Ja, guten Tag, nein. New Cryptic Link. Falls ihr Schattenpuma schon von Anfang an verfolgt, müsstet ihr mich eigentlich noch kennen. No. Wenn nicht. Guten Tag. So, ich weiß jetzt erstmal, wo ich hin muss. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, eigentlich nicht, aber... Ja, ich wollte ja eine Bombe bauen, um diese Tür wegzusprengen, und das sagen wir den Typen mal. What? Use a bomb on that door? I guess it's a possibility. So you're looking for the materials? Did you say gumbase? Wait a sec. Ja, hier kriegt man die Gumbase. Obtain the gum key. Das wissen wir da drüber, wo wir schon waren. It was hanging on the wall, where gum was written. Und warum übersetze ich das eigentlich nicht? Egal, ich habe gerade Englisch. Ja, und der Schlitten vom Weihnachtsmann scheint auch da zu sein. Und falls es, ich wollte gerade sagen, falls es jemanden auffällt, eventuell sind die Grafiken ein bisschen anders, aber ja, nur eventuell, falls es jemanden auffällt. Oh mein Gott. Minimal. Nur weil er eine Weihnachtsmütze trägt. Ja, ist echt. Und du gegen Schneemänner kämpfst, die aussehen wie, ich sag jetzt nichts. Das, das musst du jetzt raus. Abgesehen davon, dass bei mir nur alles explodiert, wenn du den das fertig machst. Ja, ist doch, das ist da. Okay, speichern wir hier mal, weil ich will jetzt hier nicht sterben. So, nein! Fliegt hoch! Das ist dieser tolle... Ach, der ist jetzt ein Elch. Oh, nicht schlecht. Ein Elch nämlich. Huh. Zu früh. War das ein DLC, oder? Das war kein DLC, das war... Tada! Oh. Der Death Counter wird sich freuen. Jetzt ist er tot bei mir. Der Death Counter wird sich freuen. Er ist tot. Nein! Ich komme hier einfach nicht rauf. Ich komme nicht klar. So! Jetzt aber. Hier, den soll ich eigentlich auch schaffen. Ja, danke. So. Use the gum key. Oh, schön ein Geschenk. Oh! Yay! Geschenk will auch. Obtained the gum. Ach, so leicht? Komm, da kommt jetzt was. Ja, das war so klar jetzt, ernsthaft. Misery schaut irgendwie komisch aus. Irgendwie hat sie sich verändert. Hey, wo schlapperst du? Du schon wieder. Erinnerst du dich an mich? Das ist richtig. Nein. Im Mimikadorf. Genau dort. Du hast mich da nicht bemerkt. Ich hab dich da nicht bemerkt, aber jetzt erinnere ich mich. Du hast mich nicht bemerkt. Wieso? Ich brauche Aufmerksamkeit. Da bist du nicht da. Ganz einfach, weil du da noch nicht so viele coole Waffen hattest. Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast zu überleben. Balrog hat auf die Fresse bekommen, hallo. Aber Balrog! Oh Gott, schaut der jetzt aus? Ja, das ist dein Geschenk, siehst du doch. Ja, also echt, das ist kein Balrog. Soll das ein, Alter, soll das ein, hier so ein Mistelzweig sein da oben? Nee, ist oh wirklich ein Geschenk. Stell dich nicht unter ihn. Lass du sie küssen. Misery! Das ist der Feind! Er ist vielleicht sogar stärker als du, Misery! Ist das so? Ausrufezeichen! Ich leuchte! Ja. Transformation. Außerdem, er hat schon auch schon, weiß ich, wie oft mittlerweile gegen dich verkackt? Ja, oft genug, aber jetzt geht's weiter. Mach ihn diesmal wirklich kaputt! Was?! Das ist kein Balrog mehr! Was soll ich jetzt sagen, Mark? Monster Frosch! Empty! Was empty? Yo, Mama ist empty! Warum kann ich dir keinen Schaden machen? Angst? Geh da drüber! Ah! Okay, wechseln wir mal Waffen. Was für ein epischer Leckkampf. Stirb! Stirb! Ah, du musst dich auf eine Mauer schießen oder so. Scheint so. Aber, danke. Ja, spring halt ein bisschen mehr. Hallo, schneller. Geht's nicht schneller, danke. Stirb! So schwer ist der Maul auf! Mach Maul auf, Alter! Oh ja! Okay, ist auch nicht fies, oder? Noch eine Rakete. Spänzt hier den armen kleinen Frosch mit deinen Raketen zu. Der kleine Frosch, boah. Der ist voll arm. Stirb! Da kommt, du spämst ihn mit Raketen zu, hallo? Dann nehm ich noch mit. Ach, Feuermarker. What the fuck? Es regnet Frösche. Was ist das für ein Spiel? Ich würde sagen, Cave Story Plus, oder? Guter Kanz. Also ist nur so eine Vermutung. Ah. Also, hast du den gerostet? Boah, der hat ja kaum was abgezogen. Ja, springt er wieder weg. Ich habe noch kein Pokémon gesehen, das sich zurückentwickelt hat.
Und das ist übrigens das erste Mal, dass dieser Vollidiot nichts gesagt hat, wie er abgehauen ist. Defeated Balrog! Naja, was will er als ich bin fast noch ein Frosch sagen? Boah. Was mache ich hier eigentlich? Okay. Warum hast du die ganze Zeit Fragezeichen über dem Kopf? Ja, da ist nix. Da ist nix. Okay. Nochmal speichern. Speichersucht die. Komm, mach das Skiller. Komm, ich kann jetzt in einem durch, ohne stehen zu bleiben. Okay, so viel dazu. Durchrennen! Hätte ich jetzt so ausgelacht, wenn du direkt wieder unten in den Stacheln landest mit dem Death Counter. Ey, Schnauze. Ach komm, das kennen wir doch schon. Das ist Gewohnheit. Ist das Sonic letzter Part, so Endkampf, vorgespult? Ey, da ist nichts vorgespult, das kannst du nicht beweisen. Pause bleiben. Oh mein Gott. So, hallo. Soll das eine Mütze sein, die der auch hat? Hast du alle Materialien? Oh, das ist Sam. Das ist Sam Charcoal, ja. Und das ist Jellyfishus. Und das ist Gumbis. Boah, ich mach jetzt die Bombe sofort, Alter. Ja. Ich frag mich, ob du jetzt eine Bombe kriegst oder Bomben als Waffen. Obtain the bomb. Now go and blow up the door. Also, das ist wieder Englisch. Ja, ich bin... Ah, schade. Warte mal, was? Moment mal. Pass mal auf die Tür auf. Das Mistelzweig. Was zur Hölle? Und die Tür... Pass auf das Misselwini, Jobshot. Oder Balrog. Oh ja. Gott. Balrog kann ich mir gar nicht vorstellen. Hui! Ich hab gar nicht geschaut, wie lange ich schon aufnehme. Das ist natürlich sehr gut. Aber hey. Na, ja. Jede Tür von innen ist jetzt so... Finde ich jetzt wohl nicht so toll. Super Boomer spielt Swiss Sticker. Danke für diese sehr wichtige Information. Ich hätte einen kurzen Schnitt machen, bis gleich. So, und jetzt sind wir wieder da. Ich habe mich nur kurz auf Offline gestellt, das Team. Und jetzt, da. Du Frosch! Boah, das war jetzt die Hardcore-Beleidigung. Du Frosch, Alter. Also, wenn ich das zu einem Frosch sage, dann ist er immer beleidigt. Du bist so ein Frosch. Okay. Hallo, Tür. The bomb has been set! The bomb has been planned. Der auch noch. Kaboom! Hallo. Oh nein! Ja, ich meine, der Typ ist doppelt so groß wie du. Nö, ist er nicht. Das bildest du dir ein. Das ist so die Verzerrung von der Textbox. Das verzerrt das Ganze ein bisschen. In Wirklichkeit bin ich genau gleich groß. Gut gemacht, mein Junge! Nur ein Look nämlich. Ja, und ich wusste... Weil er dich gesehen hat auch und so, genau. Mein Name ist Kazuma Sakamoto. Aber nenn mich Kazuma. Der offizielle pädophile Spanner. Also ich habe eigentlich gedacht, dass jetzt kommt, mein Name ist Kazuma Sakamoto, aber du kannst mich Kazuma Sakamoto nennen. Glücklicherweise. Das würde zu der Logik des Spiels passen. Glücklicherweise war ich in der Lage, zu einem Doktor zu flüchten, aber dann wurde ich hierher teleportiert. Da habe ich mich selbst hier eingesperrt. Genau. Hat es angefühlt, als warum hast du so ein hässliches Face? Als ob ich gestorben wäre. Du bist ein wirklicher Retter. Aber nebenbei, hast du von deinem Platz gehört, der Mimiga Dorfeis. Zu! Du kennst Zu! Ich rede nicht. Du sagst gar nichts, aber ich verstehe das trotzdem. Ich sehe. Du bist gekommen, um mich zum Platz vom Zu zu bringen. Verstanden? Let's go! Also, wir wollen weiterspielen. Nein! Und ich meine den Typen, nicht dich. Ich weiß. Nee, weißt du, ich höre jetzt auf zu reden. Nein, jetzt will ich nicht mehr! Bring mich zum Dorf! Fragezeichen, Rufzeichen. Was ist das für Penner? Ist das du, Kazuma? Professor Huster? Nein, ich tu nur so. Und natürlich hätte der... Ja? Typ das nicht doch vorher machen können. Oh, du bist sicher? Ich werde dich doch nur an, du Penner! Ja, irgendwie! Irgendwie sag ich für jeden dieselbe Stimme, irgendwie dieselbe Verkrüppelte. Wie ist das Spiel? Geht zu? Bist du sicher? Zeus in Mimiga Village! Ja, in Mimiga Village. Ja, ich bin auch so geiles Englisch gerade. Der Junge dort will uns hinbringen. Oh! Na toll. Er sieht dich und denkt nur, oh mein Gott. Eigentlich habe ich gerade kennengelernt. Alter, heilen wir uns, gehen wir so drüber und jetzt lass mich! Doktor hat gestört. Was, komm, jetzt geht er nicht echt dorthin wieder, oder? Er sammelt wieder Mimika, Alter. Okay, scheint so, es hat roten Flugblumen bemerkt. Ach nö. Aber Su ist Mimika. Werden die roten Blumen auch bei ihr wirken? Gleich wie bei den anderen. Kazuma!
Warum heißt du plötzlich Kazuma und nicht Kazuma? Aber du heißt Kazuma jetzt. Doktor, hat gesagt, geh dorthin und Blumen und dann unterspringen einfach. So, der Doktor und der Krieg? Das ist richtig. So heißt mein Buch, das ich gerade schreibe. Und es sind nur noch wir übrig, die ihn stoppen können. Aber wie wollen wir das Buch schreiben? Wie wollen wir den Doktor stoppen? Ich habe eine Idee. Aber egal wie, beeilen wir uns, gehen wir zu Sue. Wir werden es besprechen, wenn wir dort sind. Ich will, dass du auch kommst, Spaß. Hey, ich will immer nicht. Ich will dir Spaß. Okay. Ja, aber sie ist einfach ein, du bist der Plan. Das ist doch immer so, egal in welchem Spiel. Ich habe einen Plan. Welchen? Du gehst da jetzt alleine rein und wir verkriechen uns. Finde ich gut. Okay, ich zähle auf dich. Bring uns da drüber. Kazuma. Ja. Funktioniert das Ding? Ja, schien so, als ob es immer noch machen will. Ja, ja, genau. Ja, ja. Und dann fahren sie noch in die falsche Richtung. Es wird nicht aufhören. Idioten. Ich lach dich jetzt eher aus. Die fahren weg und du läufst komplett zurück noch. Aber ich wollte doch auch mitfahren. Nein. Nö. Nein. Okay. Tja, und so, liebe Leute, das ist das der Grund, warum vielleicht einige von euch keine Geschenke dieses Jahr bekommen haben. Wurde geklaut, der Schlüssel. Tja. Kann man nichts machen. Death Counter. Ach, schade. Niemals! Nein! Nein! Warum? Wieso? Was kann ich das hier untersuchen? Was wollte ich hier noch machen? Fragezeichen. Oh, die Benutzung von diesem Teleporter geht gerade nicht. Okay, machen wir's jetzt. Hopp, hopp. I'm counting on you. Ja, komm, hopp. Keiner interessiert sich für diese Dinger hier. Hopp, fahrt weg. Und sie lassen mich halt schon wieder da. Jetzt hätten die es wenigstens richtig machen können. Nicht, jetzt kämpfe ich mit Blasen. Blasen. Warum klingt das so falsch? Bong. Blub. Er bläst sie alle weg. Hör auf damit! Ich denke mir die falschen Dinge. Genau dafür bin ich zuständig. Nein! Komm jetzt. So, jetzt krieg ich die alle ins. Ich hab beschlossen. Siehst du, wie die alle ins gekillt wurden? Und ja, ich sehe schon wieder Death Counter steigt. Nein, gar nichts. Schnauze, ich schaff das. So. Hey, die Penner denken, überrascht mich das mal nicht. So, und jetzt. Oh lalalalala. Nein, nicht sicher. Geht weg. Ah. Ich sehe nur alles explodieren. Das ist voll herrlich. Du, da brennt was. Es brennt. Reinspringen. Ich will das jetzt haben. Das ist halt schwer, das zu so, treffen. Leute, ein Herz für Schatzpuma. Ja, bitte einmal mitbringen. Ich nehm's auch gern. Oh, schon ausgepackt. Alter. Jetzt speichere ich aber hier drin. Nö, ich speichere hier. Ich hab Zeit. Nö. Ich hab Zeit. Vielleicht bin ich schon sicher schon bei einer halben Stunde oder so. So. Ja, das war ja Buschkind. Puma, das Buschkind. Nein! Alter, zum Glück war ich kurz im Besieg. Achso, ich muss meine Blasen wieder auffüllen. Ich muss meine Blasen wieder auffüllen. Das klingt. Du musst lernen, besser zu blasen. Stirbt! Oh Gott, das hat nicht funktioniert. Fett sei gekommen wieder. Tschüss! Fette eigentlich nicht. Fliegen dürfende Viecher, die Puma zu sperren. Yeah. Ich hab grad verstanden, die Puma. Was hast du jetzt gesagt? Nein, das war's ganz hier, du. Ich hab's ganz genau nicht gehört. Alter! Ich grad faile. So, danke. Kann ich da auffüllen? Ich mach die Musik. Nee! So blöd bin ich nicht. Nee. Ich nur nichts. Wahrscheinlich sind es gar keine Strahlen. Und ich bin einfach nur voll Idiot und springe durch die Gegend. Ja, das sowieso. Das machst du die ganze Zeit.
Santa schon. Du durch die Gegend wie so ein, keine Ahnung, Hase auf Ecstasy. Das war keine Stachel. Außer Santa jetzt. Und wenn doch, dann hätte ich dich trotzdem ausgedacht, weil den Death Counter hochgegangen wäre. Ey, der hat sich erst um 2 erhöht in diesem Part. Wir sind Waffen des Todes. Ja! Und ich schaue jetzt irgendwie geiler aus als vorher. Was? Der Doktor plant, die roten Blumen zu benutzen, aber die sind total stark, hab ich gehört. Blumen, die können dich voll umbringen. Ja, Mann. Kannst du was tun? Ja, natürlich, wenn du alle Blumen und alles Grünzeug wegnimmst, dann werden auch irgendwann die Tiere sterben und dann haben wir kein Fleisch mehr, also werden wir sterben. Aber der Doktor will nur die roten Blumen. Will der Turoko dazu zwingen, die rote Blumen zu essen? Essen nämlich. Der Doktor sucht immer noch nach roten Flauern. Es ist gut, dass er es hier noch nicht gewusst hat. Die Flower hat hier gleich eine, weißt du. Aber wenn er sie findet, Turoko wird... Ja, wird, sie? Das ist sie? Das ist eine sie? Okay, Fakt des Tages, Turoko ist weiblich. Nennen wir es einfach. Es wird mit Rage gefüllt. Und ja. Eine Waffe des Todes. Ich will das nicht zulassen. Okay. Dann haben wir es jetzt. Autsch. Geht's dir gut? Ja. Aber ich dachte wirklich, dass wir es nicht machen. Kazuma! Da ist sie lieber wieder, da ist sie wieder bei ihrem Lieblingspädophilen Spanner. Und Professor Booster! Okay, der ist es nicht wert. Klappe! Ah, Opi greift an! Wie ging's dir? Überlebe! Punkt, Punkt, Punkt. Aber der sieht auch schon so ein bisschen aggressiv aus, oder? Der mit den roten Augen. Sein Name ist King! Ist der Leiter von, diesem Tor? Alter, das wird immer schlimmer. Und dann das ist die Leiter, auf die jeder raufsteckt, ja? Many Mimikas leben hier nämlich. Wow, ja, das ist so eine Aussage wie: in Deutschland leben viele Deutsche. Hallo? Das stimmt sicher nicht, das weiß ich nicht. Das stimmt nicht, nee, das weiß ich ganz genau. Kings Freunde wurden ebenfalls. Hallo, ich bin da, ich mach Party. Tschüss, ich geh jetzt, ihr könnt mich. Stalk. Okay. Ah, wir gucken hier raus. Ich seh euch, hör, skippen, keine Unterhaltungen. Tschüss, Alter, ich seh schon, da sind wieder mindestens 5 Minuten, die jetzt zugewechselt werden. Das sieht irgendwie seltsam aus. Was glaubst du, wo ich's mach? Ja, ich will speichern. Also, was laberst du? Keine Ahnung, weil du Mist machst wie immer. Waffe des Todes, das erlaube ich ihm aber nicht. So ein Spaß. Gute Arbeit. Wie war das? 15-Jähriger fährt mit Auto und stirbt. Kommentar der Mutter. Das hat er noch nie vorher gemacht. Irgendwie haben wir es gemacht, okay. Ja, wir haben es gemacht, genau. Wir haben das Bike gemacht, das ist echt. Das machen wir vor. Bike? Das war doch ein Schlitten, oder? Nee, das war ein Bike. Ich hab grad beschlossen. Ein fliegendes Bike. Wir müssen uns beeilen! Hallo. Also, Leute, Weihnachtsmann, nichts mit Schlitten und fliegende Rentiere. Motorrad. Wie Hagrid. Oh, ist Hagrid der Weihnachtsmann? Mit Kazuma sieht so aus, als wären wir in der Lage, das Passwort für das Ei herauszufinden. Professor Booster! Können wir mitnehmen? Professor! So, unsere Flucht muss lalalalala. Ich versau gerade den ganzen Moment. Der Doktor hat herausgefunden, wo die roten Blumen sind. Und es auf jetzt, das ist total nötig, ist, dass ich das so sag, hat er noch nicht seine Hände auf ihn gehabt. Genau. Ich berühre dich. Bis berühren. Berühren. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis er sie berührt. Ihr Punktort, das heißt Location. Ihr Punktort ist in der Sandzone. Ich habe gehört, dass da die roten Blumen sind. Sandzone. So wird dort hingehen, wenn wir den Doktor finden. Ich fürchte, dass dem Doktor seine Lakaindans machen werden, Opfer. Wir müssen sie vernichten, bevor sie ihre Hände draufkriegen.
Alter, es wird immer schlimmer. Wie auch immer, die Sandzone ist eine sehr gefährliche Platz. Ist eine sehr gefährliche Platz, Alter, schwör. Du wirst immer schlimmer. Yeah! Wenn wir dorthin müssen, kommen wir entweder nicht zurück oder nicht. Wir können es zurückmachen, lebend, actually no, hallo, Rack Person, hallo, what is he, well, listen, I'm Robert Corona, das was Dispatch, Robert, okay, jetzt sind wir wieder da. Ich hab gehört, sie wurden alle zerstört nach dem Krieg. Egal, ich weiß die exakten Details nicht, aber klar von dem. Professor, ich hab's zur Sandzone, connected, nämlich verbunden. Ah, so, ich glaube, ich muss den Fahrtpark beenden, ist wieder zu viel. So. Du bist der Ideale, um uns nach der Insel zu suchen. Please hilf uns. Okay. Werden wir please helfen, dass wir beim nächsten Part von Cave Story Plus sehen. Ciao, Leute, und bis zum nächsten Mal. Danke. Hey, auf.